Behalten Sie Ihre Plätze, denn in der Fußballwelt kursieren aufregende Neuigkeiten und unser Verein steht an vorderster Front. Der chilenische Stürmer Damian Pizarro ist auf dem Radar von Borussia Mönchengladbach. Lassen Sie uns dieses neue Talent erkunden und erfahren, wie sich seine Ankunft positiv auf Foles auswirken kann. Der erst 18-jährige Damian Pizarro hat sich seinen Platz in der chilenischen Nationalmannschaft bereits verdient und zeigte sein Potenzial im WM-Qualifikationsspiel gegen Paraguay, wo er ein beeindruckendes Debüt gab. Hervorzuheben ist auch seine Leistung für den Verein CSD Colo-Colo, mit der er im vergangenen Jahr 37 offizielle Spiele bestritt, dabei sieben Tore schoss und sieben Assists beisteuerte. Mit einer imposanten Größe von 1,87 Metern ist Pizarro ein echter Mittelstürmer der dem Angriff jedes Teams Feuerkraft verleihen kann. Der Sportexperte Christopher Michel glaubt, dass das junge chilenische Talent das Potenzial hat, eine sofortige Verstärkung für jeden Verein zu werden, der bereit ist, in sein Talent zu investieren. Die Nachricht, dass Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen und der VfB Stuttgart an Pizarro interessiert sind, zeigt, welche Qualität und welches Potenzial der deutsche Fußball erkennt. Unser Verein, Borussia Mönchengladbach, der dafür bekannt ist, junge Talente zu Stars zu formen, ist im Rennen, den chilenischen Stürmer in die Bundesliga zu holen. Der Wettbewerb ist hart, da alle diese Vereine versuchen, ihre Kader durch einen so spannenden Nachwuchsspieler wie Damian Pizarro zu verstärken. Mit seiner angeborenen Fähigkeit, Tore zu schießen und Chancen für seine Teamkollegen zu schaffen, könnte Pizarro der Schlüsselspieler sein, der die Leistung von Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga steigert. Damit dieses spannende Kapitel Wirklichkeit wird, muss Pizarro seinen Vertrag in Santiago de Chile, der bis Dezember 2025 läuft, einlösen. Jetzt wollen wir die begeisterte Meinung unserer Fans hören. Wie würden Sie Damian Pizarro bei Borussia Mönchengladbach begrüßen? Glauben Sie, dass seine Ankunft der Schlüssel zu einer glänzenden Zukunft für die Fohlen sein könnte? Hinterlassen Sie unten Ihre Kommentare und teilen Sie uns Ihre Erwartungen an diese potenzielle Ergänzung unserer Besetzung mit.